Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu einer weiteren Runde LS19 hier aus der Tiroler Alpenwelt. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in dieser Folge möchte ich ein paar Hühner kaufen und ein bisschen was austesten. Ob man hier eventuell auch Stroh kaufen kann. Ansonsten hole ich eine Ladung. Okay, das sind zwar die Rohre, aber man kann nichts kaufen. Da geht kein Rohr raus. Okay, passt. Das ist gleich. Dann hol ich einfach eine Runde. Gerste oder Weizen, ist aber egal. Die BGA werden wir uns dann auch früher oder später kaufen. Schauen wir mal, was ist denn da drin? Da? Kann man da was kaufen oder ist es nur Deko? Es ist nur Deko. Für 2000 Liter sind ein bisschen zu viel. Da füllen wir wieder ein bisschen was ein. Tempomat, gleich sitzt mir schon auf dem Shop. Überladen starten. Oder 23 ist es nur mehr Wochenboden. Nutzt ja nichts, besser so was kaufen. Ja, Hühner muss ich ja kaufen. Das ist ja das. Er leuchtet auf, weil Zuckerrüben braucht er. Jetzt bleiben wir da schnell stehen. Dann werden wir da mal schnell umschauen, was in der Wiesen herin da los ist. Oh, das wächst schon mal gut. Das wächst schon mal gut. Hofer. Oh ja, weil wir jetzt gerade davor stehen. Mittelgroßer Traktor. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Beim Klaus kommen wir den. Den könnten wir auf Pflegebereifung umstellen, gell? Das war so eine Idee von mir, könnt ihr mal hinschreiben. Der Klaus.
205 PS oder 295 PS. Ja gut, der kostet gleich um 100.000 mehr, gell? War 275. Jetzt pass auf, 200, 205, 215, 235. Mit 235 PS hätte man dann, kannte man genau, wie die Förderung dann wäre im Frühjahr, hätte man dann genau an Klaus Traktor mit den drin. Oder, ah, der ist jetzt kleiner, gell? Hätte aber einen Frontlader-Anbau. Hätte 205. Auch Pflegebereifung, aber mit Frontlader-Anbau kann man machen. Aber ich würde sagen, wir nehmen die Nax größer, dann hätte man nämlich einen Ruhr oder einen John Deere. Der darf man nämlich auch gut gefallen. Aber den kann man wieder nicht umbauen. Können wir den umbauen? Standard Trelleborg. Oder wir holen uns einen JCB. Hätte auch Frontlader anbaut. Mal gerade mal schauen. Oder 235 PS. 197.000. Was haben wir denn mit dem Frontlader anbau? Ja, kann man machen hier auf die. Entweder ein JCB oder ein Klaus. Der Case. Mal 25 PS Frontlader Anbau kann man machen. Oder ein Case. Das waren so meine Vorschläge. Ah, John Deere 6er Serie. Schreib's mir mal rein, was ist meins, was wir im Frühjahr dann uns für die 200.000 holen sind. Sonst hole ich ein klares. Aber wir brauchen jetzt nicht dringend einen mit Frontlader-Anbau, weil da haben wir einen Lindner dafür. Einer weiter Lindner, so unser Hoftrack. Mit dem wollten wir dann so Transportservice machen und die Sachen verladen und alles. Man könnte es ja miteinander experimentieren. Mit dem kann LS. Also unbedingt muss er nicht haben, aber Pflegebereifung. Wir brauchen Pflegebereifung. Da haben wir wieder Unkraut drinnen, jede Menge, die Steine sind drinnen. Das ist schon ein bisschen geschissen, dass die soll wieder spawnen, die Steine drinnen, aber ist ja auch okay, können wir wieder außer im Frontlader, sind sie gleich rausgeschoben. So. Tiermenü öffnen. Das heißt, einen Gockel nehmen wir so und so. Das muss sein. Dann brauchen wir dann sowohl. Dann haben wir dafür Fleisch und Hühner. Dann nehmen wir beides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Kinder. Und ein Kuckel. Passt.
Dann holen wir heute nur die restlose Ladung. Eben, wenn ich mit 200 Liter leicht, geht sie leicht aus. Jetzt passen wir auf. Oder wir fahren noch mal ein bisschen spazieren in der Gegend in der Folge. Geht's denn da hin? Siehst du es? Der Weg würde uns sagen, dreh wieder um. Jetzt 2000 Liter, wenn jetzt da nicht drin geht, schätze ich mal. Ah, heute andere. Andere Richtung, wo steht denn hier jetzt überhaupt im Moment? Ich bin da. Geht da ein anderer Weg zur BGA auch irgendwie rein? Das ist interessant. Warte mal. Der Weg geht da herum. Taugt man schon einmal, dass er schmal ist. Und abrupt endet. Okay. Da geht es eigentlich nur zur Trafostation hinten. Ich bin ja schon die ganze Zeit bin überlegen, gell? Ich bin die ganze Zeit bin überlegen, einen Kredit aufnehmen und eine weitere Wiesen zu kaufen. Das ist auch so eine Überlegung, was ich habe. Oder dass ich die BGA gleich kaufe. Das ist mir jetzt auch so ein Gedankengang. Gewesen, was ich gehabt habe. Ich nehme einfach die 2000 Liter mit auf, fertig. Weil wenn wir jetzt da Silo machen, weil wir kann dann jetzt drei groß machen. Wir haben jetzt 70.000, wir haben jetzt 80.000 Aufnahmen hatten, gell? Wir haben aber große Flächen, gell? Wir haben da die 30er, wir haben die 31, 32. Wir haben, dass wir uns dann da rum irgendwo, keine Ahnung. Ah, das sind 3 Bilder, das ist zu viel, keine Ahnung, da war etwas. Okay, es ist ein 700.000er Gebiet, das ist ein 200.000er Gebiet, irgendwo so ein kleines, also ein kleines Alpenfleck, kein jemand. Seht ihr, so große Gebiete. Das heißt, extrem Millionen. Ich möchte da etwas haben, was da am Mainhof ein bisschen zurückgeht. So, da, die Wasserfläche 178.000. Dass wir uns dann früher oder später dann den Fleck da herumkapfen können. Den. Oder den. Die sind natürlich nur genialer, wenn das da an Zürich war, aber ich sehe 206.000. Schaufel heben wir ja.
dass wir es in die Ballern kennen. Und groß kann der Mami, das kann ich aber zwischendrin machen. Dass man die BGA voll kriegt. Aber wir haben momentan 70.000, das ist ein Haufen Geld. Das ist ein Haufen Geld. Das ist wieder mein Ding. Schnö. Ich will schnell wieder so irgendwas machen. Viele Pläne, wenig Geld. Man könnte jetzt 80.000 von der Bank nehmen, gell? Man könnte jetzt 80.000 von der Bank nehmen, aber wir müssen eben wohnen. Wir können ja da mal über die ganzen Sachen, über unseren Bauernhof reden. Wir könnten ja da unten. Wir könnten ja da unten die BGA kaufen. 70.000. Man kann dann, ob es ringt oder nicht, die BGA vollfüllen. Dann hätten wir wenigstens was zum Tor im Let's Play, wenn es ringt. Vor allem, wir kriegen Gärreste. Wir werden da Gärreste wahrscheinlich auch kriegen, was wir dann aus Dünger später dann für die Förder hernehmen können. Jetzt muss ich gerade schauen, ob wir den Unitrag überhaupt reifen bauen. Das ist die große Frage. Dies ist die große Frage, was sie stellt. Kann man den auf Pflegebereifung umstellen? Zu machen. Ja. Was haben wir denn da? Einmal Wollpaket haben wir schon da. Jetzt schauen wir uns einmal die so. Was kosten so Schafe? Schnelle Wollproduktion. 400. Dann. Sollte man nur was dazu kaufen oder sollte man es einfach produzieren lassen? Jetzt müssen wir mal schauen. Schweine. Weiblich, weiblich, drei männlich. Drei weiblich. Nächstes Tier 0,1. Nächstes Tier 0,2. Nächstes Tier 0,1. 0,2, 0,2, 0,1. Okay. Dann Kühe haben wir jetzt, nächstes Tier nein, nächstes Tier nein, okay. Schaf.
Da haben wir auch noch keine Tiere. Alles weiblich. Hühner. Nicht fruchtbar, nicht fruchtbar, nicht fruchtbar. Pferde haben wir nicht. Pferde können wir also so nicht züchten. Na, wir haben ja noch keine Milch. Was kosten so, was kosten, was haben wir, Aschier haben wir. Na, Holsteiner, Holsteiner haben wir. Ein Holsteiner kostet ein Tausender. Milch können wir noch nicht produzieren. Milch produzieren wir erst im nächsten Jahr. Was haben wir denn an Gülle oder an Sou? Bei uns heißt es ja Sou. Ein Hofer Stroh braucht man nachher nur. Wasser braucht die Schafe, Sauberkeit. Heu braucht die. Die Kühe braucht Heu, Silage, Großhams. Das passt ja. Und Sauberkeit. Das heißt, wenn wir jetzt unten mit der Produktion anfangen, gell? Dann braucht man früher oder später dann nur mehr einen Traktor mit Frontlader. So schaut es aus. Deswegen werden wir jetzt die BGA kaufen. Ich werde es auf Risiko gehen. 70.000 ist jetzt nicht viel. Was ich aufnehme, ja, viel. Viel ist relativ. Viel ist relativ. Wir werden jetzt da die 70.000 aufnehmen. Dann werde ich zwischen die Folgen hin, die noch einen Baum verkaufen. Der bringt mir zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Immerhin etwas. Und dann werden wir einmal so zwischen die Folgen, also zwischendrin einmal wieder mal so einen Ladewagen voll machen und den miteinander nachbringen. Und das Ganze verdichten. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das ist eine gute Idee, das machen wir. Das heißt, wir nehmen jetzt einen Kredit auf von 80.000. Dann haben wir 83.000. Jetzt pass auf, 83.000 haben wir. Dann kaufen wir die BGA unten. Weil wenn wir haben da groß zum Mahn, wir haben dann Haufen, wir haben nämlich da einen Haufen Flächen. Wir haben da die Flächen zum Mahn, wir haben da die Flächen zum Mahn. Na gut, wir können da in der nächsten Folge auch verfahren. Den Weg da mal, schauen wir mal, vielleicht bauen wir uns da selber alle mitten. Dann brauchen wir ja diese Ausschau, das schon gut, gell? Ausschau, das schon gut, aber gehört halt alles. Was ist das, gehört auch wieder. Achso, das war für heute. Ihr seht mal, was alles gepflückt hat. Eieiei. Ja. Jetzt pass auf. Wir wollen da drinnen sein. Dann kaufen wir jetzt zum Schluss nur die BGA. Da war sogar noch Fett dabei, schau. Ja, hervorragend. Hervorragend. Da ist sogar noch Fett dabei. So, jetzt hast du gar nicht mitgekriegt. Das heißt. Jetzt in unserem Besitz, gell? 12.000 haben wir noch. Das heißt,
Wir sitzen jetzt dann gleich am zweiten Obstbaum, dass wir die Einnahme. Dann sitzen wir gleich am zweiten Apfelbaum. Ja, so daher sitzen wir den. Ein bisschen da zurück. Okay. So. Auch immer da mal das Wasser fassen. Dann machen wir da auch noch mal Wasser, füllen wir gleich noch, wenn wir schon da sind. Ein bisschen eigentlich zu groß für. Da rückt eine Lastung ja gerade wie ein Spielzeug dagegen. Ich hab das auf dem Niemandsland auch schon so gemacht, der ist ja wurscht. Stimmen wir den einfach da weiter her. Na, holen wir uns. Vor den Lodiwong. Und das Mähwerk. Die erste Befüllung machen wir heute noch. Die erste Befüllung machen wir heute noch. So, dann klappt man die nochmal zusammen. So. Dann werden wir die sinken. Die Seichen schalten, dies, dies und dann geht's dahin. War ja so. Wie es ja eigentlich funktionieren sollte. Ja, es ist ein bisschen anders geplant gewesen, heute die Folge, als es jetzt eigentlich tatsächlich ist, aber egal. Ist ja egal. Silo brauchen wir. Silo ist auch weg, was wir haben. Und sobald dass wir den ersten andecken können, decken wir den ersten an und machen dann. Haben wir auch ein bisschen Geld auf der Seite. Wir machen dann den zweiten einfach voll. Aber wenn wir jetzt schon die BGA haben, dann nehmen wir gleich den Tiefenlocker an die Dache.
Okay. Also die Wiesen funktioniert schon mal nicht in der Kombination. Das muss man nicht so prickeln. Ein paar Prozent braucht man ja gerade noch. Wir müssen das mit dem Traktor mahnen. Wir müssen das mit dem Traktor mahnen lassen. Oder halt mit dem Epi. Mit der Epi. Und für den dann, wenn ich in der Kombination haben möchte, ein eigenes Mähwerk dann später mal geholt. Jetzt haben wir 34 Minuten haben wir. Die Kühe haben groß. Das heißt, wir werden uns dann da in der nächsten Folge heute. Wenn wir das filmen jetzt noch gleich auch miteinander. Eben wie gesagt. Wenn wir da in der nächsten Folge, wenn wir dann schauen, was wir machen, spüre ich jetzt da Kirche einen Tag oder nicht, dass wir uns im vierten Sommertag wiederfinden. Oh, warme Eier haben wir schon. Eierkarton ist schon mal da. Ist schon mal gut. Können wir da schon mal einnehmen. Dass wir jetzt sagen, dass wir den da mahnen lassen. Dass wir eine runde BGA-Befüllung machen. Mais umbauend. Den Häckseln. Ja, da hebt man nämlich. Da hebt man ja nämlich doch für den Traktor oder für den oder den vorderen Einsatz. Den vorderen Einsatz. Uiuiui, da geht's da hier durch den Wald. Ah, die Allradlenkung funktioniert, gell? Also die zieht schon mal. Jetzt haben wir auch kein Problem damit, wenn wir jetzt zu viel Heu haben. Dann können wir das alle da einer da. Vielleicht haben wir einen coolen Auftrag in der nächsten Folge, ich weiß es jetzt nicht.
dass man einen Helfer. Jetzt hing ich da irgendwo. Dass man einen Helfer. Zu den Foren verloren. Weil in den scheiß Zahn da drin hing. Hä, wo hing ich denn? Ah, da vorne am Eck hing ich. Ah, mal zurückgehen. Definitiv lassen wir, bauen wir unten Mais hoch. Hinten bei dem Feld. Ich glaube, da bauen wir Mais hoch, dass wir das dann häckseln und das dann da unten einführen können. Weil dann haben wir nämlich zur Befüllung da nicht so weit. So. Dann haben wir das verdichten und während ich da verdichte, werde ich mich verabschieden von Ihnen. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Ich darf es dann natürlich mitbestimmen, wenn Sie sagen, es ist ein Blödsinn, dass ich das da gekauft habe. Dann zahlen wir damit die Schulden zurück und damit ist es gut. Obwohl ich sage, nein, ist eigentlich eine coole Idee. Ist eigentlich eine coole Idee, was ich da auf dem Gas habe, dann passt es auch. Und dann wünsche ich euch auf alle Fälle nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus.